Hey yo Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, wir sind mal wieder bei uns zu Hause, haben den Lambo hier am Start und ich würde sagen, heute wird mal wieder schön entspannt mit dem Lambo gecruised. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Wir schauen mal wieder, was heute in der Stadt so abgeht und wisst ihr was, Leute, ich habe richtig Bock, mit meinen ganzen Freunden zu chillen. Paul Berger ist endlich wieder in der Schule, der kleine Bruder ist endlich weg. Das heißt, wir können heute mal wieder richtig Action machen mit Russik, SU, Touren, Army, mit all unseren Freunden. Ich würde sagen, Leute, wir rufen die jetzt mal ganz kurz an. Wir können ja schon mal Richtung Stadt fahren, so, wir holen mal kurz ihr Handy raus. Zack, 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 let's go. So, SU, rufen wir erstmal SU an. So, okay. Klingelt. Klingelt. Yo, Max. SU, SU, was geht? Hey. Nein, nein, ich will nichts trinken. Alles gut, ich komme gleich. Yo, yo, Max, warte, was ist, was willst du von mir? Ich wollte fragen, ob du heute Zeit hast und Bock hast, was zu machen. Jacqueline, ich komme gleich. Warte, Jacqueline, ich bin hier gerade noch am Telefonieren. Ich glaube, der hat ein Date. Ich habe keine Zeit heute gerade, wirklich. Tut mir leid, ja? Alles gut, ich SU. Ich hab dein Herz, aber Bro, ich habe leider gar keine Zeit gerade. Okay, alles gut, SU. Tschüss. Okay, schade, Leute. SU habe ich lange nicht mehr gesehen. Hätte ich gern gesehen, aber ich glaube, der hatte irgendwie Frauenbesuch gerade. Da wollen wir natürlich nicht stören. Irgendeine Jacqueline oder so war da gerade bei dem. Aber wisst ihr was, Leute? Halb so wild. Rufen wir mal den guten alten Paul Berger Russik an hier so. Zack, und es klingelt wieder. Ich hoffe, der geht jetzt ran. Russik, komm, let's go. Wir machen heute ein bisschen Action. Yo, Russik, was geht ab, Mann? Sehen wir uns heute mal wieder. Hallo. Ja, was ist los? Yo, trink mir noch einen rein. Ja, noch einen Reinshot. Ja, noch einen Shot. Hä? Russik, hallo, Russik. Ja, hey. Ja, hallo. Was geht? Hast du heute Zeit? Ich bin Party machen. Wie, bist Party machen? Ich bin Party machen. Bist du nicht eingeladen auf irgendeine Party? Ey, Bro, warte kurz. Ey, siehst du, ja. Okay, ich mach jetzt. Ey, ja, mach kurz alleine Mojito, dann du alles gut, Russik. Tschüss. Okay, Party eingeladen? Hä? Egal, vielleicht hat er irgendeinen Freund, der heute Geburtstag hat oder so. Alles gut. Ey, komm, ich ruf jetzt Amir an. Wenn nicht, fahren wir gleich zu Touren, Leute. Touren hat doch immer Zeit für mich. Dann rufen wir jetzt mal Amir an. So, es klingelt wieder. Oh, hallo, Amir? Yo, was geht? Yo, Amir, ey, komm, wir machen heute was. Mal wieder ein Amir-Max-Tag. Ich bin auf der Party, Bro. Du bist auch auf. Seid ihr alle auf einer Party eingeladen? Hä? Ich? Nein. Wo bist du? Ich dachte, du kommst gleich. Hä? Wer feiert denn eine Party? Boah, keine Ahnung, wie der heißt, Digga. Der hat auf jeden Fall. Der ist rumgefahren, hat alle eingeladen. Boah, der hat so viele krasse Autos am Start, Digga. Der Typ ist rich. Okay, ist ja schön und gut. Ich wurde leider nicht eingeladen. Ja, komm doch vorbei, wenn du Bock hast. Okay, alles klar. Schick mir den Standort. Ja, alright. Okay, tschüss, bis gleich. Okay, Leute, all meine Freunde sind irgendwie auf einer Party. Jeder wurde eingeladen, wir wurden irgendwie nicht eingeladen. Okay, Amir hat mir den Standort geschickt, wir fahren da jetzt mal hin. Leute, ich hoffe, das macht nichts aus, wenn wir uns da jetzt einfach mal selbst einladen. Aber wenn der jeden eingeladen hat, dann wird es ja halb so wild sein, oder, Leute? Wenn nicht, fahren wir zu Touren. Aber egal, wir fahren da jetzt mal hin. Bisschen Party machen haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Dann sehen wir unsere ganzen Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei der Party. Let's go! Leute, ich bin gerade auf dem Weg zur Party. Schau mal, hier ist unser Haus. Das ist voll in unserer Nähe hier, bei uns direkt in der Straße. Warum haben wir davon nichts mitbekommen? Jetzt gleich hier in 800 Metern müsste das kommen, laut dem Navi. So, hier mal alle aus dem Weg, beiseite Schmalspurer. Ja, hier vorne gleich links müsste das sein. Ich kenne den Typen gar nicht, der wohnt. Ist hier ein neuer Nachbar bei mir in der Straße? Hm, okay, vielleicht macht der eine Einweihungsparty. Oh, Leute, okay, das sieht hier schon mal nach einer relativ fetten Einfahrt aus. Okay, fahren wir hier mal rein. Okay, hier hat er einen Parkplatz. Alter, was ist das denn hier für ein Anwesen? IKlimax erkannt, Eintritt gewährt. IKlimax erkannt, Eintritt gewährt? Okay, wir fahren jetzt hier mal rein durch das Tor, die Einfahrt. Alter, was ist das denn hier für ein Anwesen, Leute? Boah, richtig schön. Oh mein Gott, was ist das hier für eine geile Party? Vielleicht haben wir einen richtig coolen neuen Nachbar. So, wir parken hier mal direkt. So, oh, da ist auch Essie und Russik und Amir. Was geht ab, Jungs? Hey! Hey, was geht, Mann? Ey, Mann! Was geht ab? Alter, hier ist ja richtig die krasse Party und so. Was geht, Jungs? Seid ihr hier Party? Schon ordentlich am Feiern? Oh mein Gott. Alter, aber Jungs, wem gehört denn das Haus hier? Wer hat denn die Party gemacht? Ich kenne den Typen gar nicht. Der kommt gleich. Keine Ahnung, der kommt gleich. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie der heißt. Oh, okay. Aber der ist richtig heftig, Bro. Ja, ich merke schon. Hallo! Ist das hier der Veranstalter? Hallo, hey. Kommt auf die Statue. Boah, hä? Leute, der sieht voll aus wie ich hier vom Style her. Guck mal, Leute, was er findet. Der hat so eine goldene Uhr und so eine goldene Kette an. Alter, Bro, der ist hier richtig fresh angezogen. Hä, Jungs, findet ihr nicht, der sieht ein bisschen aus wie ich mit der Shorts und dem Baseball-Shirt und der Cap? Hä, nein, eigentlich gar nicht. Hä? Jungs, ich finde, der sieht voll aus wie ich. Willkommen zu meiner Einweihungsparty. Ich habe mir hier
ein Stück von der Insel weiterbauen lassen und ein Anwesen draufgeklatscht. Mein Name ist iClimax. Wow, was geht ab? Was geht? Ja, let's go. iClimax? Ey, der Typ, sein Name klingt wie meiner, der sieht aus wie ich. Ey, Jungs, wollte... Herzlich willkommen, habt Spaß, alles umsonst, ja? Und keine Sorge für meine YouTube-Freunde. Für euch wartet alle ein schönes Auto in der Garage. Oh mein Gott, was ein Gönner! Will der jetzt mir meine Freunde auch noch wegnehmen? Also habt viel Spaß und übertreibt nicht so viel. Ja, Bro. Ey, Russik, sei mal bitte jetzt als Bruder, sei mal, ist das hier ein Prank oder sowas? Was meinst du denn? Der Typ, sein Name klingt wie meiner, der Typ sieht aus wie ich, der hat sogar meine Autos, seinen Bentley und Lambo, bloß in Lila. Ja, guck mal, er hat auch einen Bugatti stehen, das ist ein dummer Zufall wahrscheinlich einfach nur. Boah, er hat ja auch einen Bugatti stehen. Was geht ab, Sio, Mann, alles klar bei dir? Danke, ich werde mal mit dem reden. Kein Problem, Mann. Alles. Yo, was geht? Klima, warte kurz, was? Ey, Klima, ist geile Party, Alter. Danke, Mann. Ja, komm, das umarmen. Ey, mega geile Party, Mann, ich sag dir ehrlich. Alles komisch, Leute. Ey, Digga, danke. Hallo, bist du hier der neue Nachbar in der Straße? Ey, Mann, check, mein Freund. Yo, wer bist du denn, Alter? Wer hat dich denn eingeladen? Ey, meine Freunde haben gesagt, ich kann kommen. Die haben gesagt, jeder wurde hier eingeladen. Ey, Jungs, Mann, ich weiß es zwar, man macht das Freunde einladen, aber ich hätte doch vorher Bescheid sagen können. Ja, bist du nicht eingeladen, oder was? Nein, ich hab ihn nicht eingeladen, ich kenne ihn nicht. Hey, du hast doch hier die halbe Stadt eingeladen, haben meine Freunde gesagt. Ja, aber ich habe ihn persönlich eingeladen. Ich guck mir die Leute auch vorher mal an. Oh, okay. Max ist aber auch ein cooler, der gehört auch zu uns. Ja, kein Problem. Ey, wenn es ein Freund von euch ist, ist doch easy, Mann. Ey, was ist der denn so? Macht so auf cool von meinen Freunden? Du bist so ein Ehrenmann, ey. Voll krass. Ja, wisst ihr Bescheid. Ey, ich wollte schon morgen meine... Ich geh der Sache mal auf den Grund. Meine Geheimsachen zeigen. Komm, ich gebe euch eine Tour. Warte mal. Ist okay, ich bin gerade hier mit dem Mädchen. Ey, kein Problem, Amir. Wie kommt's, dass du jetzt hierher gezogen bist? Was machst du denn so? Ich muss ein bisschen was rausfinden über den. Ich bin reich. Ja, und okay, und was machst du so beruflich? Wie kommt's, dass du jetzt hier so in die Stadt ziehst? Ein bisschen Business hier, ein bisschen Business da. Okay. Der hat auf jeden Fall ein fettes Anwesen, das muss man dem lassen. So, komm mal mit, meine Freunde. Ey, Leute, versteht mich nicht falsch, ich bin wirklich gar kein eifersüchtiger Typ, aber kommt das noch mir so vor, als würde er mich... Der will mir meine Freunde wegnehmen, sein Name klingt wie meiner, er hat meinen Style. Scheiße. Wow. Eigentlich war vorbereitet, guck mal, der Anzug für Russik, der für Sio... Der für Army und der für mich. Ich wollte so einen Ironman-Tag zu viert machen, aber ja gut, jetzt ist der andere auch noch hier. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Alter, du hast die originalen Ironman-Anzüge? Ja, ich habe damals Ironman überfallen und so seine Autos geklaut, ihn kaputt gemacht. Alter. Aber ich habe ihn halt nicht komplett kaputt gemacht. Ich habe die Anzüge noch geklaut. Hey, warte mal, er hat gerade gesagt, er hat damals Ironman überfallen. Und Ironman hat mich doch angegriffen, weil er dachte, deswegen war locker Ironman sauer auf mich, weil er dachte, ich bin er. Wegen dem Idioten da hinten hatte ich voll den Stress mit Iron Man gehabt. Ja, aber gut. Ganz kurz, Jungs, ich hab doch gesagt, ich hab eine Überraschung noch, ne? Ja. Ich hab für Kanye West VIP-Tickets direkt Backstage gebucht. Oh, nein! Kanye West-Tickets? Oh, cool. Alter. Ich wollte schon immer mal Kanye West live sehen. Ja, Digi, sorry, aber ich wusste ja nicht, dass du kommst. Ich hab nur 3 extra Tickets mit mir, also Amir, Sion und Russik. Beim nächsten Mal vielleicht, okay? Ja, beim nächsten Mal, Max, einfach. Komm, wir nehmen die Dinge. Weißt du was, Max? Komm, wir reden nochmal ganz kurz. Jungs, wartet oben auf mich, ja? Sucht euch ein Auto aus. Könnt ihr mit hinfahren. Okay. Muss mal gucken, was geil, komm mit, Russik. Der kauft einfach meine Freunde so. Ey. Ja, was geht? Ich hab keinen Bock auf dich. Hä? Was hab ich dir denn getan? Was ist dein Problem, Alter? Nix. Mir gefällt dein Gesicht einfach nicht. Ich will nichts mit dir zu tun haben, ja? Ich wollte das nur nicht so von den anderen Jungs sagen und dich blamieren, aber ich will nicht mit dir abhängen. Yo, Alter, du ziehst hier in meine Stadt, in meine Straße, chillst mit meinen Freunden, dein Name klingt wie meiner, was ist dein Problem, Alter? Hey. Hör ich da Neid von der Schmalspur? Er nennt mich Schmalspur, das ist mein... Ich hab das Wort Schmalspur erfunden! Ja, okay, ey, tu mir einen Gefallen, ich hab keinen Bock, die Bullen zu rufen, verlass einfach mein Anwesen, sag den Jungs, dass du was zu tun hast, dann wird's nicht so peinlich. Ja, Alter, du kannst mich mal, und soll ich dir mal was sagen? Dein Oberteil sieht scheiße aus, blau-pink sieht besser aus, Idiot, ey. Weißt du was? 2 Autos zu haben, ist nur was für Geringverdiener. Ja, Leute, ganz ehrlich, der Typ. Ganz ehrlich, wer ist das? Wer ist das? Ich wollte heute entspannt mit meinen Freunden chillen und dann kommt der. Ganz ehrlich, Leute, bitte schreibt mal jetzt in die Kommentare. Seid mal ehrlich, warum sieht das keiner von meinen Freunden? Kommt Alter, mir das so Max, vor? Guck mal mein Lambo. Ja. Max, guck dir das mal ja, an, was schön, ich für ein Auto habe. Cool. Ja, schön, ja. Cool. Ja. Hey Max, komm mal her, komm mal zu mir, lehnt er dir. Amir, ja.
Digga, kommst du jetzt nicht mit zum Konzert? Nein, der hat nicht genug Tickets für uns alle. Alles gut. Ey, wenn du willst, ich kann auch skippen. Nee, alles gut, Amir. Verbring einen schönen Tag, ja. Ja, okay. Der ist eigentlich voll nett, Digga. Musst du mal richtig kennenlernen. Ja, ja, ist klar. Viel Spaß euch. Tschüss. Ich melde dich, wenn Konzert fertig ist. Tschüss. Ey, Leute, ja, alle natürlich finden ihn alle nett. Die kriegen Autos geschenkt, der macht fette Partys. Aber der kauft die alle nur. Warum verstehen meine Freunde das nicht? Vor allem niemand sieht diese Ähnlichkeit. Ey, wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt mal zu Turan fahren. Turan ist mein bester Freund. Der wird bestimmt meiner Meinung sein. Und Turan wird mir bestimmt auch sagen können, was ich am besten gegen solche Leute mache. Turan hat schon jeden Gegner besiegt. Der wird bestimmt auch wissen, was man gegen solche Schmalspuren macht, Leute. Ab zu Turan, Leute. Let's go. Ey, Leute, unser bester Freund Turan, der wird uns bestimmt jetzt nicht hängen lassen. Und der weiß auch bestimmt, was zu tun ist. Der weiß immer, was gut ist. Opetulus, Opetulus, Opetulus. Stimmt. Turan hat jetzt so einen neuen Opetulus. Der sieht richtig krass aus. Yo, Turan, was geht? Ah, Mann, was geht ab? Ja, Turan, mir geht's nicht so gut heute leider. Ey, du warst doch gerade auf einer Party. Ja, aber war nicht so gut gelaufen. Okay. Ich wurde auch eingeladen, aber ich gesagt, nein, kein Bock. Wie, du wurdest auch eingeladen? Ja, der kam mir hin, ich glaube, der wollte irgendwas von mir haben, ein bisschen mein Zutz oder so. Ich hab gesagt, verpiss dich. Alter, ey, jeder wurde eingeladen, jeder meiner Freunde, nur mich nicht. Der Typ hat irgendwas gegen mich. Ja, deswegen bin ich hingegangen. Ich wusste, dass er dich nicht eingeladen hat. Und du, mein bester Freund, geh dich hin. Turan, du bist ein Ehrenmann. Die anderen haben mich alle verkauft. Und irgendwie niemand, sei mal ehrlich, Turan, siehst du nicht auch diese Ähnlichkeit zwischen dem und mir? Der sieht aus wie ich, der kleidet sich wie ich, sein Name klingt sogar wie... Nur hässlich, der ist hässlich. Ja, der ist einfach hässliche Version von mir. Ja, ja, der ist komisch gewesen. Irgendwas hat gestunken bei dem. Ja, ey, aber jetzt die Frage... Wie kann ich den anderen, meinen Freunden, zeigen, dass mit dem was nicht stimmt? Die denken alle, nee, bester Freund und so. Was hat denn der gemacht? Warum bist du so sauer auf dich? Klar, und guck mal, wie viele Leute machen die nackt? Tausende. Ja, aber der Typ, der schafft es halt wirklich, dass selbst meine Freunde ihn mehr mögen als mich gefühlt. Nee, alle mögen ihn nicht mehr. Schau mal, man kann mich ja nachmachen. Aber sei nicht so, dass, weißt du, er denkt, er hätte das Erfundene. Der zieht in meine Straße, hat mehr Autos als ich, hat ein dickeres Haus als ich, schenkt meinen ganzen Freunden Autos, lädt die ein auf Konzerte und alle finden den Typen super cool. Mit dir, verbockt, ey, so geht das nicht. Nein, so geht das nicht. Warum jetzt hin, ich klär das. Kannst du dem nicht einfach Stadtverbot geben oder sowas? Nein, lass den ausziehen, mir egal. Meine Stadt hier. Nächster! Okay, Leute, easy. Perfekt, wir haben Turan auf unserer Seite. Mit Turan haben wir immer gewonnen. So, wir fahren da jetzt mal hin. Turan soll dir mal ein bisschen hier Los Santos-Verbot geben oder sowas. So einfach ist der Hase. Wir fahren da jetzt nochmal hin. Let's go. So, guck mal, Turan, hier wohnt der. Der hat so richtig geflext, dass er hier extra eine Insel hat anbauen lassen und so hier. Warte mal, heißt das, er will mich mit meinem Tempel ein bisschen wegflexen hier oder was? Ja, selbst dich flext er an mit dem Tempel, mit deinem Tempel so. Nein, mach den nicht, mein Tempel ist schöner! Ja, natürlich, dein Tempel ist immer der schönste. Ja, so, guck mal, hier wohnt der. Da ist doch dieser. Ein Klimax! Hä, warum steht hier ein OP-Tulus in Rot? Ton. Onkel Luan? Hä? Was passiert denn jetzt hier? Luan den? Verdammte Scheiße nochmal hier. Luan, was ist los? Was machst du hier, iCrime? Warum holst du den Mafia-Typen hier hin? Ja, du kriegst jetzt hier Stadtverbot. Verzieh dich aus Los Santos. Ich glaube nichts, Max, Stadtverbot. Hier, nein. Hä, wer bist du denn? Wer bist du? Warum quatschst du mich hier voll von der Seite? Luan, Onkel von Turan. Hä? Turan, stimmt das? Ist er dein Onkel? Das ist mein Onkel, ja. Aber du, wir haben noch was abgesprochen gehabt. Warte mal. Turan hat einen Onkel und sein Onkel beschützt diesen... Klimax. Nein, Turan, sag mir jetzt bitte nicht. Sag mir jetzt. Wir beide verloren! Sag's völlig! Max, wir fallen! Oh nein. Russik, SU, wollt ihr einfach hier weiter stehen bleiben oder was? Bro, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen auf der Party. Komm mal. Ihr könnt aber auch gerne mit chillen. Mal, ey, ihr nein. Chillen, wenn ihr wollt. Ich will nicht bei dir chillen. Verdammt! Turan, was war das gerade? Das ist mein Onkel! Aber der ist nicht hier in Los Santos, der ist eigentlich in Asien! Ja, und lass mich raten, dieser Klimax bekommt Schutz von deinem Onkel. Die arbeiten irgendwas zusammen, die haben irgendwas vor, er hat den Familienoberhaupt. Oh, verdammt, er weiß, dass ich Familienoberhaupt bin. Und ich darf nicht meine Familie ohne ein Verlat umbringen. Das heißt, du kannst hier nichts gegen den machen, weil er Schutz von deinem Onkel hat? Ja. Oh nein. Und er sagt, er macht nur hier Urlaub bei seinem Freund und deswegen darf ich nicht angreifen. Verdammt nochmal, ey. Alter, wer ist... Schau mal, ey, Turan. Checkst du das? Der Typ ist wie ich. Selbst er hat einen mächtigen chinesischen Mafia-Freund.
Verdammt, was machen wir da? Was könnten wir da machen? Tuan, du bist der mächtigste und schlauste Typ, den ich kenne. Wie kann ich den besiegen? Ich will, dass der hier weggeht. Der soll meine Freundin in Ruhe lassen. Der soll aufhören, mich nachzumachen. Der soll einfach hier verschwinden wieder. Das Problem an diesen Dings ist durch die Konjunktion. Die arbeiten tief mit der Polizei. Dieser Luan, der hat so ein... sind wohl Geheimnisse, dass er sich oft an die Polizei verkauft, aber ich konnte bisher nie was beweisen. Wir müssen den von innen vernichten. Von innen vernichten, okay, das ist gut. Was meinst du, wie können wir am besten... Was macht er den ganzen Tag? Wo sind seine Zwackstellen? Das Problem ist, ich darf keinen Finger kümmern. Ja, richtig. Okay, ich verstehe so Mafia-Ehre und sowas. Aber auch der permanent Schutz von irgendwelchen Polizisten, der wird überwacht. Okay, ich verstehe. Tuan, ich fahre dich wieder zurück. Ja, trotzdem danke für deine Hilfe. Ey, Max, Leute. Ja? Alle meine Ressourcen gehören auf dir. Danke dir, Tuan. Ey, Leute, ihr habt's gehört. Irgendwie bekommt der Typ Schutz von Tuans Onkel. Deswegen kann Tuan uns nicht helfen, weil er nichts gegen seine Familie machen darf. Aber Tuan hat uns den Tipp gegeben, dass wir den Typen beobachten sollen und seine Schwachstellen rausfinden müssen, Leute. Und genau das werden wir tun. Ich werde jetzt gleich auf sein Grundstück einbrechen, werde in sein Haus einbrechen und dann mich mal da ein bisschen umgucken. Irgendwelche Schwachstellen muss dieser Typ haben. Der kann nicht perfekt sein, Leute. Niemand ist perfekt. Und dann, wenn wir seine Schwachstellen wissen, werde ich dafür sorgen, dass er diese Stadt verlässt. Oh, wer ruft mich jetzt an? Hallo, ja? Hey, yo, Max, wo bist du gerade? Yo, Amir, was geht? Ich fahr gerade Touren wieder zurück. Ich war mit Touren unterwegs. Ja, ich bin gleich bei dir, Digga. Können wir ganz kurz miteinander reden, bitte? Ja, okay, alles klar. Ich bin gleich bei mir. Bis gleich, ja, Amir. Oh, tschüss. Oh Gott, ey. Okay, Leute. Alles klar, wir bringen jetzt kurz Touren zurück, dann will Amir sich mit uns treffen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, Leute, wir haben Touren abgesetzt. Mal gucken, ob Amir jetzt schon da ist. Was will der denn jetzt mit uns reden, Leute? Wir gucken jetzt mal. Wir müssen uns auf jeden Fall um diesen Klimax kümmern, oder wie der Idiot hat. Ey, nein. Nein, jetzt steht hier sogar schon ein lilaner Porsche in meiner Einfahrt. Ey, Amir, die Farbe lila ist ab sofort verboten hier auf meinem Grundstück. Ey, Digga, genau deswegen wollte ich mit dir reden, Alter. Was bist du so krankhaft? Ey! Das hat mir ein Freund geschenkt. Das ist kein Freund, der will mich einfach nur sabotieren. Check dir das alle nicht. Ey, Digga, Max, ich glaube, du hast ein Problem, dass wir mal einen neuen Freund haben. Warum schickst du Twanio auf dahin, dass er den nach Hause schicken soll? Hä? Der will... Du willst auch mit uns chillen können. Amir, der Typ hat mir unter vier Augen gesagt, dass er was gegen mich hat und dass er mir meine Freunde wegnehmen will. Checkst du das nicht? Oh, kann er doch gar nicht. Wir sind doch befreundet, aber wenn du es weiter so machst, dann hast du vielleicht bald deine Freunde verloren, Alter. Übertreib nicht so. Hey, ist das alles, was du mir sagen wolltest? Nein, eigentlich wollte ich mit dir reden, aber so wie du aggressiv du bist, Digga, ich kenne dich ja, gar nicht. Ja, dann hau halt ab, Mann. Ich brauch so Freunde wie dich nicht. Hey, Leute, Mann, der Typ schafft's wirklich, dass wir Streit haben, ich mit meinen Freunden, wo wir uns schon so lange gut verstehen. Leute, wir müssen irgendwas gegen diesen Typen unternehmen. Ich sag euch hart auf hart, wie es ist. Wisst ihr was, Leute? Ich werde mich jetzt umziehen. Ich werde jetzt meine Spionageklamotten anziehen und dann werden wir bei dem Typen einbrechen. Der muss irgendwelche Schwachstellen haben, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir haben unsere Undercover-Klamotten an, unsere Spion-Outfit, würde ich mal behaupten. Wir fahren jetzt zu dem Typen hin. Wir fahren auch im Bentley. Den Wagen hat er von mir noch nicht gesehen, damit er mich auch nicht direkt an dem Auto erkennt, Leute. Falls sie irgendwie mein Auto da stehen sehen. Wir müssen jetzt richtig aufpassen, weil der Typ hat, wie gesagt, irgendwie auch so Mafia-Schutz, Leute. Das ist wie wenn sich irgendjemand man mir anlegt, der dann irgendwie mit Touren Probleme bekommt. Also wir müssen jetzt richtig aufpassen. Eine Sache muss man ihm wirklich lassen. Der Typ ist gut connected, ja. Auch wenn ich ihn wirklich nicht mag, aber der Typ ist gut connected. Okay, da vorne ist sein Haus. Wir werden am besten, wir parken meinen Wagen hier so an der Seite in den Busch hier. So, zack, hier schön an der Seite parken, damit die mein Auto nicht sehen. Und dann werde ich jetzt hier so einbrechen, Leute. So, wir werden hier über den Zaun drüber, genau hier so an der Seite vorbei, über diesen Parkplatz, schön hier durch die Büsche durch. Okay, die dürfen mich nicht sehen, die dürfen mich nicht... Oh, perfekt, hier kann man drüber steigen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Und einmal drüber klettern. Oh, ja, perfekt. Okay, wir sind auf seinem Grundstück. Jetzt müssen wir hier richtig gut aufpassen. So, schön von der Straße fernhalten, falls hier gleich jemand entlang gefahren kommt. Okay, okay. So, schön. Oh, oh nein, dieser Luan fährt da. Schön in die, schnell in die Büsche rein. Okay, der Mafia-Boss ist weg, Leute. Das ist aber ein gutes Zeichen für uns. Okay, weiter vorrücken. So, ich nehme mal kurz ein Scharfschützengewehr raus. Wir gucken jetzt hier mal. Erstmal ausspionieren. Hat der hier irgendwie so Wachen stehen? Bestimmt erst nachts oder so. Jetzt gerade nicht. Okay, da vorne sind seine Autos. Okay, wir gehen weiter. Oh, da ist jemand, da ist jemand. Wer fährt da rum? Ich höre irgendeinen Motor. Wer ist das denn? Hä? Ist das Russik? Russik ist hier im Rasenmähen? Warum? Hä? Russik hat bei mir noch nie den Rasen gemäht. Hä? Was? Ey, Leute. Er mäht sogar den Rasen von ihm. Und er hat eine lilane Jacke an mittlerweile. Russik hat früher immer die Farbe lila gehasst, Mann. Ey, Mann, der hat wirklich alle meine Freunde mittlerweile so eingekauft. Oh, warte, da vorne ist er. Der steht da rum. Ja, Bro. Ja, Mann, ey, danke dir, dass du das freiwillig machst, Mann. Was musst du nicht, ne? Bro, alles gut. Ich hatte eh gerade Langeweile. Ey, danke dir, Bro. Was macht der? Er fährt auch mein Auto in lila.
Oh, ich würde den so gerne jetzt hier einfach direkt erledigen, Leute. Aber wir dürfen nicht, dann kriegen wir Probleme mit Turens Familie. Das ist nicht gut, Leute. Okay, wir müssen hier uns weiter vorbeischleichen. So, schön hier an der Seite, sodass Russik uns nicht sieht. Ich will jetzt in sein Haus einbrechen. Wir werden uns da jetzt mal umgucken, Leute. Oh, Leute, perfekt. Hier ist eine offene Tür. Hier können wir durchgehen. Hier können wir durchgehen. Boah, wir sind in sein Haus drin. Alter, der hat ein Riesenhaus hier. Der hat einfach das Ironman-Anwesen. Alter, wie krass das Haus hier aussieht. Wie viel Schlafzimmer der auch hier hat. Also sein Haus ist noch größer als meins, Leute. Ey, das geht mir richtig auf den Ah, Mann. Irgendwie gefühlt, alles, was er macht, ist besser als bei mir. Das darf doch nicht wahr sein. Geh mal hier die... Oh, warte, da unten steht er. Wir müssen wieder hoch, wir müssen wieder hoch. Von oben können wir den gut belauschen. Seht ihr das? Da unten steht er rum. Okay, wir werden mal zuhören, was der da sagt. Der telefoniert gerade. Ja, die sind schon sauer. Ja, ich habe mitbekommen, Ami hat schon mit dem gequatscht und so, dass er über dich übertreiben soll. Ey, diese YouTuber sind so Vollidioten, Alter. Ja, der Russik, der mäht auch schon meinen Rasen wie so ein Angestellter. Redet ja über meine Freunde. Bald wird alles stattfinden, kein Problem. Ja, Sue, werde ich mal als nächstes knöpfen. Der ist eh voll der Gutgläubige. Dem erzähle ich irgendwas von Herr Bohne. Ja, okay. Ja, machen wir so. Ja, Turn ist auch kein Problem mehr. Um den kümmern wir uns am Ende. Was? Er will sich um Turn sogar noch kümmern? Ey, ich glaube, Leute, der will hier langsam die Stadt übernehmen. Ich glaube, das ist sein Plan. Der will zuerst die ganzen YouTuber auf seine Seite ziehen, will mich dann loswerden und Turn dann auch loswerden. Sodass er mit diesem Luan hier in der Stadt alles entscheiden kann. Ey, Mann, so eine kleine Ratte. Ich glaube, das ist sein Plan. Okay, Leute, wir wissen alles, was wir wissen müssen. Der hat echt ein Riesenhaus. Wir müssen uns hier bei Gelegenheit nochmal umschauen. Vielleicht hat er hier noch mehr Sachen. Aber der ist jetzt gerade zu Hause. Wir können jetzt hier nicht so viel rumlaufen. So, wir gucken mal hier noch in das Zimmer rein. Oh, das sieht hier echt alles schon schön aus. Das muss man dem echt lassen, Leute. Aber fürs Erste, glaube ich, wir wissen alles, was wir wissen müssen. Nächstes Mal gucken wir uns in seinem Haus noch weiter um. Ich werde jetzt hier verschwinden. So, schnell hier von dem Anwesen runter, bevor wir noch bemerkt werden. So, hier schön an der Seite entlang. Niemand hat mich gesehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hä? Nein, Leute. Hä, was ist das denn? Ey, Polizei! Oh, nein. Ah, oh, ey, was soll das? Hände hoch. Stimmt. Ja, okay, alles gut. Ich mach meine Hände hoch. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Ey, was ist denn hier los? Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin nur der Gärtner. Ich hab... Maske weg. Ziehen Sie die Maske aus. Nein, Leute, ich muss die Maske ausziehen. Ja, ist ja gut. Ja, okay, ich hab die Maske abgezogen. Verdammt. Ich hab gar nichts gemacht. Da will ich eine Anzeige gegen machen, wegen Hausfriedensbruch. Ey, was seid doch nicht so ein 31er? Der hat bestimmt Waffen dabei, oder? Das ist bestimmt, der wollte mich überfallen. Ich hab gar keine Waffe. Oh nein, Leute. Was ist das? Hier war eine Pistole. Ja. Wir haben deine Pistole sofort. Entwaffnen. Oh nein, Leute, die haben mir meine Waffen weggenommen. Oh, shit, ey. Können wir das nicht anders regeln? Du musst doch keine Anzeige jetzt hier machen. Wartet mal ganz kurz. Hätte ich auch noch festgenommen, ey. So, ein paar Fotos für Essie und Russi. Ey, der darf keine Fotos von mir machen. Bildrecht und so. Officer, sag doch was dagegen. Alles gut, Klimax. Wenn was ist, rufen Sie uns an, ja? Ja. Grüßt euren Daddy von mir, ne? Eurem Vater. Nein. Leute, der ist selbst mit der Polizei so gut connected. Der hat ja überall seine Connections. Ja, wir fahren jetzt ins Knast. Jetzt krieg ich auch noch eine Anzeige und alles. Ey, Mann, was ist denn los hier? Oh nein, Leute, wir werden jetzt hier in den Knast reingesteckt. In welche Zelle muss ich gehen, Officer? Jetzt hier rechts rein, ne? Hier rechts, ja, genau, richtig. Mann, ey, was ist denn hier los? Du hast einen Anruf frei, da ist ein Telefon, damit kannst du die Nummer anrufen. Ich warne dich, mal wissen, wer du bist, ne? Die Nummer von Turan ist blockiert. Wie, die Nummer von Turan ist blockiert? Ja, ganz genau, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Oh nein, Leute, ich habe einen Anruf frei, ich muss einen Freund anrufen, der mir hier raushilft. Aber das Problem ist, alle Freunde von mir sind sauer auf mich, weil die jetzt irgendwie alle zu diesem Klimax halten. Aber Leute, ich hab's mir auch irgendwie selbst ein bisschen zerstört. Wie Amir meinte, meine Freunde, die wären ja trotzdem meine Freunde. Durch diese Eifersucht habe ich es mir selbst auch ein bisschen kaputt gemacht. Wen soll ich am besten anrufen, Leute? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Turan darf ich ja irgendwie nicht anrufen, seine Nummer ist blockiert. Denkt ihr, meine Freunde verzeihen mir, die gehen ran, wenn ich jetzt anrufe? Leute, schreibt's in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Was sollen wir gegen diesen Typen machen? Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.